Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 19. Wir sind im ersten Solo-Battle der Woche in dem Booster-Game. Und zwar, passend zur Halloween-Aktion, treten wir gegen das Most Feared Monster-Team an. Ich bin sehr gespannt. Wir spielen auch hier, glaube ich, in dem entsprechenden Stadion, was man sich ja im Shop kaufen kann. Das ist der größte Returner aller Zeiten. Mit den kleinsten Vorblockern. Das wird... Okay. Das wird eine Nummer, dieses Spiel. Hätte ich das geahnt, hätte ich, glaube ich, noch den Schwierigkeitsgrad höher geschraubt. Also auf Legendary. Unsere Defense. Wir fangen mal ganz konservativ an. Wobei, ich bin jetzt mal... Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. Ich kann sagen, dass ich furchtbar den Arsch voll kriege. Von den großen Jungs. Interception im ersten Spielzug. Ryan Shazier schnappt sich gleich mal den Pass von Joff. Ja, und schon haben wir den Ball. Und stehen im Gegensatz dazu jetzt an der 26-Yard-Linie des Monster-Teams. So, erster Versuch heißt, wir gehen in den Strategy-Bereich hinein. Bam, bam, bam. So. Solo Battle, wie gesagt, anderes als die normalen Challenges. Das heißt, ich kann sie ja nur einmal spielen. Das heißt, ich versuche erstmal mein Laufspiel zu etablieren. Da sind mir zu viele Linebacker in der Box. Ich gehe jetzt auf ein Passspiel zu. Werfe auf Swaim, der hat den Ball. Kommt bis an die 18-Yard-Linie. Das heißt, wir sind in der Red Zone. Zweiter Versuch und zwei. Wir schauen mal, was wir hier... In der Community haben wir ja gar keine Laufspielzüge. Also wählen wir den Texas Passspielzug aus. Ich schaue, Owens hat einen sehr kleinen Verteidiger da vorne gegen sich. Wird aber dann doch noch gedoppelt. Hier vorne ist mein Fullback komplett frei und wird von einem kleinen Verteidiger getackelt. So, das heißt, wir haben ein neues First Down. First and Goal an der 7-Yard-Linie. So, erstes Goal heißt, wir gehen wieder rüber in den Strategy-Bereich. So, wir laufen durch die Mitte. Diesmal zwei Linebacker in der Box. Das heißt, wir laufen über die rechte Seite. Der kleine Mann hat irgendwie da unten den Tackle gemacht. Respekt. 2 Yards Raumgewinn, hat es aber trotz alledem gebracht. Das heißt, wir sind jetzt an der 5-Yard-Linie. Nehmen wir den Quickslant. So, ich schaue mir Owens an und ich schaue mir Sharp an. Sollten alle gedeckt sein, habe ich immer noch die Option, hier jetzt mit Prescott selbst zu laufen. Aber da ist Owens, glaube ich, frei und da ist der Touchdown für die Cowboys. 6:0 Terrell Owens. So, der PT. Den schrauben wir noch oben drauf. So ist es. Mein Gott, wie süß die Kleinen sind. Wie sie versuchen, den PET zu blocken. Total süß. So, wir haben eine 7:0-Führung. 1:21 noch zu spielen. Ja, dank des Turnovers ging das natürlich sehr, sehr schnell. Jetzt kommen aber wieder die Monsters aufs Feld. Neuer erster Versuch jetzt an der 28-Yard-Linie. Alter, das ist aber auch ein Riese. Was haben wir hier? Wir nehmen wieder ganz konservativ erstmal eine Cover 3. Also im Prinzip der Spielzug, der eben auch zur Interception führte durch Ryan Shazier. Schauen wir mal, was Joff jetzt in der zweiten Angriffssequenz macht. Nicht viel, weil ich kam ungeblockt durch. Ja, ich wurde von dem kleinen Mann nicht geblockt. 2:19. Ui, also wenn ich da so durchkomme, Freunde, dann wird das aber für euch eine lange Zeit. So, an der 19-Yard-Linie stehen sie auch. Ja, der kann mich nicht aufhalten. Der kann gegen mich nicht blocken, der Kleine. Das heißt, ich kann gnadenlos drauf rushen. Schade, dass ich nicht drüber springen kann.
So, wir haben einen dritten Versuch und 16. Wir bleiben in der Cover 3. An der 22. Oh, diesmal wurde ich geblockt. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber er hat mich geblockt. Vierter Versuch und 13. 3 and out. Das heißt, die Monsters müssen den Ball schon wieder abgeben. Mit dem kleinsten Panther der Welt. So, da kommt Deion Sanders. Total herrlich. Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwo in Gullivers Reisen unterwegs. So, wir haben einen ersten Versuch an der eigenen 37-Yard-Linie. Noch 3 Sekunden auf der Uhr im ersten Quarter. Ich wollte laufen, aber da sind mir zu viele Linebacker in der Box. Also Audible Passspielzug. Ja, da ist Terrell Owens frei bis zum geht nicht mehr. Oh, ist der schnell. Hinter mir kommt der. Da springe ich mal lieber in die Endzone, aber es hat gereicht. Touchdown, Cowboys, wieder Terrell Owens. Wieder 6 Punkte. Damit haben wir eine 13:0 Führung. Der PT. Und der bringt uns das 14:0 mit dem Pfiff zum Beginn des zweiten Quarters. Ja, das läuft natürlich wirklich sehr, sehr gut. Ja, das ist das Booster Play. Da kriegen wir auch einen guten Multiplikator. Also das ist schick. Schöner Start in die Solo-Battle-Woche. Das nehme ich aber jetzt wirklich mal als Fun-Game, nicht unbedingt als Herausforderung. Der ist aber auch groß. Und vielleicht wirkt er auch nur so groß, weil die anderen so klein sind. Ich weiß es nicht. Warum sollte ich irgendetwas ändern? Ich bleibe bei der Cover-3-Defense. Solange Joff damit nicht klarkommt, wobei er hat auch den kleinsten Center. Wie schafft es der Center in dieser Größe eigentlich, den Ball hinter sich zu bringen? Aber naja. So, ich wurde mal von einem großen Spieler geblockt und das hat auch gereicht. Henry mit einem Rush 4 Yards Raum gewinnen. So, wir wechseln jetzt mal, bleiben in der Cover 3 jetzt aber in der Bus-Match-Variante. Zweiter und 6. Er hat auf den kleinsten Receiver der Welt geworfen. Das hätte ich gerne gesehen, wie er diesen Ball hätte fangen. Ja, du kannst natürlich ein Passspiel vergessen. Also wenn ich die wäre, ich würde hier gnadenlos immer nur versuchen zu laufen mit dem Ball. Sie haben Henry hier drin, sehr groß gewachsen. So, ich habe jetzt den Corner Blitz 3 gewählt. Das heißt, wir wollen jetzt mal ein bisschen Druck auf Joff aufbauen. Das war eine Completion, müsste auch zum First Down gereicht haben. Nein, 4. und 6. Der war kürzer, als ich es in dem Augenblick gesehen hatte. Das heißt, wieder ein Punt. Ja, der ist zu weit hinten dran. Das heißt, da bekommen wir keine gute Feldposition. An der eigenen 5-Yard-Linie betreten meine Cowboys das Feld. So, erster Versuch um 10. Ich weiß, das ist jetzt fies, aber ich werde passen. Normalerweise will ich jetzt immer mein Laufspiel erstmal etablieren, aber die sind so klein. Da muss man doch einfach werfen. Wir schauen mal an, dass ich auf Beasley gehe. Weil Beasley eigentlich viel größer ist als, aber das ist ein anderes Thema. So. Completion müsste gereicht haben. Den Ball hat auch noch. Nein, ja, der ist out of bounds gefangen. Dadurch zweiter Versuch. Das heißt, wir gehen in den Community-Bereich hinein. Ich habe jetzt einen Vertical-Spielzug ausgewählt. Ich werde Owens ins Auge fassen. Nehme gleich schon mal die Maximum Protection. Weil der hat, glaube ich, nur kleine Gegenspieler, wenn ich das richtig sehe. So, da kommt der Pass. Terrell Owens hat den Ball, wird aber noch. Der Kleine ist inzwischen die. Das ist im Prinzip wie beim Fahrradfahren, wenn da jemand einen Schock zwischen die Speichen steckt. Aber natürlich ein riesen Raumgewinn. Ja, und da sind sie natürlich jetzt heute extrem empfindlich. Wir gehen wieder in den Strategy-Bereich mit hinein. Da habe ich jetzt keinen.
Play Action. Ja, ich mag Play Action doch nicht. Cowboy Slot Under. Die habe ich, glaube ich, in meinem Leben noch nie gespielt. Ich achte aber besonders auf Pearls, auch nur gegen den Kleinen dort hinten geht. Falls, ja, das wird er wohl, weil wir kommen einen Blitz von der linken Seite. Das heißt, ich will auf jeden Fall auf Hearns gehen und werde versuchen, hoch und tief zu gehen. Hearns hat den Ball, aber kann ihn nicht sichern. Das heißt, zweiten Versuch und 10, unvollständiger Pass. Hearns, mein dritter Receiver. Nach Owens und Beasley. So, wir haben einen zweiten Versuch und 10. Ich habe den Texas-Spielzug ausgewählt. Schau mal wieder an, ob er Owens ist. Da eine sichere Variante. Da werde ich den Ball blind hinwerfen. Sollte Sharp nicht komplett frei sein. Nein, ist er nicht. Dann bekommt auch Terrell Owens den Ball. 2,5 Spieler der Madden Monsters können ihn tackeln. Das heißt, wir sind schon wieder in der Red Zone der Redskins. First Down heißt, wir gehen wieder in den Strategy-Bereich hinein. Und wir nehmen die 4 Verticals. Und wenn ich jetzt sehe, dass Beasley schon wieder nur Zwerge auf seiner Seite hat, werden wir auf Beasley gehen. Und ich überwerfe ihn. Da war mehr drin. Da war mehr drin. 2010, Community-Bereich. Nehmen wir den Tight End Angle. Das heißt, Owens auf der Außen. Beziehungsweise Sharp über die Mitte. Oder Quarterback im Gras. Der erste Sack im Spiel der Monsters. Drittes Down und 16. Da nehme ich die 4 Verticals. Das ist mein Lieblingsspielzug bei 3 und lang. So, ich habe mich jetzt mal nicht blind auf Beasley konzentrieren, sondern auch mal schauen, was Sharp dort hinten macht. Und ich gehe auf Sharp. Der hat den Ball. First Down. Ja, der hat Hände wie Magneten. Dafür müsste der Ball aber aus Eisen sein, aber es hat geklappt. Wir stehen an der 2-Yard-Line der Redskins, haben also einen First and Goal, wählen die Double Slants aus und möchten natürlich jetzt den Ball noch einmal in die Endzone versenken. So, ich achte wieder auf Terrell Owens. Der ist frei da hinten und hat den Ball. Touchdown Cowboys. Der dritte Touchdown von Terrell Owens. 20-0. So, jetzt kommt noch der PET. Den legen wir auch noch oben rein. Und damit haben wir einen 21-0, 30 Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit auf dem Scoreboard stehen. So, da kommt der Return. Kurz und schmerzhaft an der 30-Yard-Linie beginnen die Mad Monsters ihre nächste Angriffssequenz. Cover 3 diesmal in der Sky-Variante. Ihr merkt schon, also bei Cover-Spiel, das funktioniert so gut, dann habe ich da auch keine Ambition, irgendetwas zu wechseln oder auszutauschen. Das klappt einfach gut. Schöner Lauf durch die Mitte von Derrick Henry. Erstes Timeout der Madden Monsters. Wir haben einen zweiten Versuch und 4. So, Cover 3 Match. Die Standard-Variante in der Cover 3. Ich weiß gar nicht, wo ich da mit meinen Blocks ansetzen soll. So, wir haben einen dritten Versuch und 4. 20 Sekunden, ich gehe auf den Cover 4. Nicht, dass hier Herr Joff meint, er könnte den langen Pass an den Mann bringen. Dritter und 4, noch 20 Sekunden auf der Uhr. Open Field Tackle. Oh, ich war nicht ganz sicher, ob ich ihn erwischen würde, aber der Tackle hat gesessen. Ich nehme noch eine Auszeit, weil wir haben nur 12 Sekunden auf der Uhr. Und wir wissen ja alle, wir haben einen sehr, sehr guten Returner da hinten stehen. In Neon Deion Sanders. Aber da kommt er gar nicht zum Return. Der Ball geht in die Endzone. Touchback. 6 Sekunden noch auf der Uhr. Ich nehme mal den Halfback Dive, aber da werde ich jetzt noch einmal ein Audible auswählen und werde
Mal schauen, ob wir etwas haben, womit wir lange in die Endzone gehen können. Ich werde versuchen, ob ich Beastie anwerfen kann. So, da kommt der Pass auf Beasley. Er hat den Ball. Ja, da, die Kleinen kann er natürlich überlaufen. Touchdown Beasley, Touchdown Cowboys. Es ist ein Schlachtfest, anders kann man das nicht bezeichnen. Das war das 27:0. Eine 80-Yard-Touchdown-Bombe, aber ich sag mal gegen Safeties, die nur halb so groß sind. Gut, bei Beasley drei Viertel so groß sind wie man selbst. Ist das auch keine Kunst. Also da siehst du, drauf ich jetzt stolz bin. Das ist jetzt nicht wirklich das Herausfordernde. Kickoff zur zweiten Halbzeit. Wir erhalten ja den Ball als erstes zurück. Das heißt, wir sehen diesmal Deion Sanders in Aktion. Er bekommt den Ball und wird von dem kleinsten Gunner der Weltgeschichte erledigt. Kommt bis an die 22-Yard-Linie. Der ist doch besser abgekniet. So habe ich 3 Yards verschenkt. So, wir haben einen ersten Versuch und 10 an der 22-Yard-Linie. Scat. Spielzug, den ich normalerweise eigentlich immer nur, wenn dann, als Audible mal auswähle. Aber auch hier werde ich auf Beasley gehen. Wenn der, wie gesagt, 1:1 gegen den Kleinen geht. Und das wird Beasley wohl. Kriegt er den Pass von mir? Da kommt die Bombe. Da ist die Reception. Wir sind an der 22-Yard-Linie. Ja, das ist einfach jetzt, das ist ein bisschen zu easy. Ich hau jetzt den Ball noch da hinten raus. Also das sind Punkte, die ich jetzt da mitnehmen werde. Ich brauche gerade nur noch Passing Yards. Ich brauche Passing Touchdowns. Dann hole ich mir die durch, wenn ich das so angeboten bekomme. So, kurzer Pass auf Shannon Sharp. Das heißt, wir haben meinen zweiten Versuch in der Red Zone der Redskins. Zweiter Versuch und 15. Wir werden wieder einen Slant, aber diesmal noch mit der Option, dass wir noch den Running Back als zusätzlichen Passempfänger im Backfield stehen haben. Ich werde mich aber hier jetzt versuchen, auch wieder auf Owens zu konzentrieren. So, da kommt ein Blitz und Owens ist komplett frei. Das ist sein 4. Touchdown. Terrell Owens zersägt hier gerade die Washington Redskins. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, haltet mich jetzt bitte nicht für fies. Ich weiß, ich bin menschlich, ist das eine ganz schwache Geschichte. Aber das tut nach dem Spiel von gestern, also von dem Sonntagsspiel meiner Cowboys in Washington, ist das gerade ein bisschen Balsam auf die geschundene Seele. Also, ich bitte um Nachsicht. Ich genieße jeden einzelnen Touchdown, den ich den Redskins reindrücken kann. Beziehungsweise, sie sehen zwar nicht so aus wie die Redskins, aber ich habe halt das Gefühl, das sind die Redskins. Man muss sich auch mal selbst ein bisschen betrügen. Gehört auch mal dazu. So, aber wir kommen zurück. Also, die Madden Monsters beginnen an der 26-Yard-Linie. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn ich auf Legendary gespielt hätte. Ob die Kleinen dann auf einmal so eine Sprungkraft gehabt hätten. Um dann die Receiver bei weiten Pässen zu tackeln. So, lauft durch Hunter Henry. Oh, Derrick Henry. First down, Madden Monsters. An der 39-Yard-Linie starten sie ihren neuen ersten Versuch. Cover 3 Sky. Unfassbar, ich komme an dem Kleinen nicht vorbei. Interception, wollte ich sagen. Wie hat Waltz es denn geschafft, den nicht zu fangen? Ich kam gerade an einem kleinen Männlein da unten nicht vorbei, der meinte, mich blocken zu müssen. So, zweiter Versuch und 10, immer noch an der 39-Yard-Linie. Die Madden Monsters mit ihrem zweiten Versuch. Schöne Passverteidigung. Ja, er hat den Ball nicht gefangen. Das sollte man meinem Verteidiger dann auch mal sagen. Dann darfst du ihn so nicht mehr tackeln, mein Freund. 3. und 10. So, Druck auf Joff. Und da ist der Sack. Die Marcus Wood Lawrence. 4. Versuch und 15. Fender Esch hat da auch gerade einen sehr interessanten Bewegungsablauf bei diesem Punt-Block-Versuch unternommen. So. Erster Versuch für mein Team an der 20-Yard-Linie.
Wir werden wieder die 4 Verticals. Ist jetzt dreckig, aber wie gesagt, ich weiß halt, dass das gegen diese, gegen die Kleinen hier sehr gut funktioniert. Also wieder eine Passbombe von Terrell Owens. Oh, Entschuldigung, auf meinen Cole Beasley, aber da kam noch ein weiterer Verteidiger dazu. Den wir nicht auf der Plan hatten. Jetzt hören wir mal auf, hier zu optimistisch zu sein, weil das war auch schon wieder nah dran an der Interception. Und die möchte ich ehrlich gesagt nicht werfen. So, das heißt, wir wählen jetzt den Texas-Spielzug aus. Da haben wir ja auf der linken Seite die 100%-Option mit Terrell Owens gegen den kleinen Mann. Ich schaue aber auch, was Sharp in der Mitte macht. Sharp ist in der Mitte frei. Hat den Ball, hat die Reception. Neuer erster Ver... Nein, er hat ihn nicht. Der war nicht vor... Na? Da hätte ich gerne mal eine Wiederholung von gehabt. Aber mein Coach lässt die Flagge stecken. Also, dritter Versuch und 10. Ich schaue mir jetzt Owens an. Ich schaue mir aber auch Sharp in der Mitte an. Wer sich hier wie lösen kann. Sharp über die Mitte bekommt den Ball. Und wieder wird er abgewehrt. Aber ganz schlechte Angriffssequenz hier von mir. Ich werde den Ball jetzt einfach punten. Ich werde den Punt einfach einfachen. So. So, da kommt der Punt. Die Madden Monsters retournieren ihn. Schöner Open Field Tackle. Perfekte Arbeit des Gunners. Byron Jones in dem Fall. Und die Monsters beginnen an ihrer eigenen 36-Yard-Linie mit dem Next Drive. Also die Luft ist hier raus. Ne? Also das, ich bin froh, wenn das Spiel jetzt gleich hier durch ist. Hätte also gar nichts gegen eine etwas längere Angriffssequenz der Monsters einzuwenden. Laufspiel fliegt durch die Mitte. 2. und 10. Das hat also, er wurde genau an der Line of Scrimmage getackelt, konnte also keinen Raumgewinn erzielen. So, 2. Versuch und 10. Ui, da kam Henry aber gut raus. Schöner Lauf von Derrick Henry. 3. und... Ach Gott, wenn ich der wäre, ich würde auch verzweifeln. Auch der hat nicht einen Yard Raumgewinn gebracht. So, Uhr läuft weiter. Damit endet das 3. Quarter. Wir haben eine knappe Führung von 35-0 auf dem Scoreboard stehen. Und einen 3. Down und 10 werden wir jetzt von Joff und den Madden Monsters sehen. So, auch hier wieder sehr schöner Tackle, dieser vom Safety Jeff Heath. 4. Versuch und 12 und ich habe so das Gefühl, ja so ist es, dass sie den 4. Versuch nicht ausspielen werden. Da kommt Deion Sanders. Ich sehe die kleinen Dinge. Guck mal, wie schnell der war. Die sind zwar nicht groß, aber die sind flink. So, 2 Minuten 35 noch zu spielen. Da möchte jetzt mein Coach wirklich mal... Nicht, dass ich bei diesem ersten Versuch passe. Das heißt, wir laufen... Oh, wir laufen über die... Ah, da, die sind aber alle gut gedeckt. Ich muss ins Audible. Da sind überall Verteidiger, die, wo ich keinen direkten Blocker sehe. So, Terrell Owens komplett frei. Wird verfolgt von dem... Mein Gott, ist der... Also schnell sind die wirklich. Kleine kurze Dribbelschritte. Aber ein neuer erster Versuch an der 30-Yard-Linie jetzt der Redskins. Du kannst halt mit Tempo eine ganze Menge gut machen. Aber nicht solche Größenunterschiede. Das muss man halt leider auch sagen. So, wir switchen rüber auf die linke Seite bei unserem Lauf über die Außen. Ich habe nicht gesehen, ob der Kleine jetzt einen Block bekommt oder nicht. Einfach weil auf einmal hinter dem, hinter meinem linken Tackle Tyron Smith komplett verschwunden war. 2. und 9, das heißt, wir können in den Community-Bereich hineingehen. Wählen uns einen Passspielzug aus. Nehmen wir noch den Drive-Thru-Corner. Wir sind übrigens beim 2-Minute-Warning. Oh, jetzt muss ich mich auch beeilen. Gerade weil ich habe hier einen Man in Motion bei diesem Spielzug.
Ja, das ist der, ich hab's schon wieder. Dieser Drive-Thru-Corner, da kassiere ich immer wieder Delay of Game Games Delay Strafen. of Game Offense. Ah. Deswegen nehme ich den mittlerweile nicht mehr allzu häufig. So, 2. Still second und down. 14. Sagen wir so, jetzt können wir ihn in Ruhe nehmen, weil jetzt läuft ja die Playcock. Haben wir da noch Zeit ohne Ende für? Und da sieht man jetzt mal, wie lange das dauert. So, Prescott ist hinterm Center angekommen. Jetzt geht Beasley in Motion. Jetzt sind sie auch noch alle gut gedeckt. Fumble von Dak Prescott. Aber ich glaube, wir haben ihn selbst zurückerobert. Ja, so ist es. 3. und 7. Ach, und schon wieder kommen Erinnerungen an Sonntagabend hoch, wenn ich so einen Fumble sehe. Nehmen wir den Drive-Spielzug. Owens auf der linken Seite wird meine Hauptanspielstation sein. Also wird meine Anspielstation sein. Der ist zu hoch, oder? Ja, der ist zu hoch. Habe ich über die Endzone geworfen. 4. und 7. Viel Field Goal schießen ist echt langweilig. Wir spielen diesen vierten Versuch aus vor Verticals. So, ich schaue mir Owens an, ich schaue mir Sharp an, beide auf der Innenseite im Slot. Da ist nichts besonders frei, muss ich sagen. So, Sharp. Nein, das war Owens, der mir entgegenkam. Dadurch neuer erster Versuch. Ich hatte keinen Druck auf den Quarterback. Da hätte ich, glaube ich, noch eine halbe Stunde hinten stehen können, meine Steuererklärung für die letzten 2 Jahre machen. So viel Zeit hatte ich da. Wir haben den Stick-Spielzug ausgewählt. Wir werden also wieder versuchen, per Pass in die Endzone zu kommen. Beasley oder Sharp. Ich glaube, Sharp ist relativ frei. Ja, genau. So ist es. Sharp Touchdown der des Cowboys. Das 41 zu 0. Das erinnert mich an die Dailies, die wir bei den Heroes hatten. Die waren ähnlich spannungsgeladen. 42 zu 0. Der PET war auch gut. Wir haben noch 49 Sekunden auf der Uhr. Ich denke mal nicht, dass die Madden Monsters großartig mit Timeouts arbeiten werden. Deswegen hoffen wir mal, dass das jetzt gleich die letzte Angriffssequenz ist in diesem Spiel, die wir von diesen beiden Teams sehen. Derrick Henry freut sich auf seltsame Art und Weise auf den Ball. So, und First Down an der 29-Yard-Linie. So, wir gehen in die Cover Four Quarters. Also nicht, dass Sie meinen, Sie könnten jetzt noch mit einem langen Pass irgendwo noch einen Touchdown erzielen. Die Null möchte ich jetzt schon nach Hause bringen. Kein Druck auf Joff, dadurch vollständiger Pass. 9 Yards hat er bisher gepasst, also Respekt. So, wir gehen in eine Cover 3, 2. und 6. Die Zeit läuft natürlich nicht weiter, da der Verteidiger ins Ausgegangen ist. Unvollständiger Pass. Dritter Versuch und 6. Wir bleiben in der Cover 4. Oder wechseln jetzt wieder in die Cover 4. Wir waren ja eben in der Cover 3. Einfach nur, um den langen, vollständigen Pass zu verhindern. Kein Druck auf Joff. Interception. Der Safety. Xavier Woods. Und wir haben noch 30 Sekunden auf der Uhr. Play Action werde ich nicht spielen. Wir laufen über die Außen. Da haben wir auch eine Menge Platz, aber wir gehen rüber auf die linke Seite. Das irritiert unwahrscheinlich, dass man den Kleinen nicht sieht, ob der Block jetzt gesetzt wird oder nicht. Das irritiert sehr. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau, würde ich mal sagen. 2. Versuch und 9. Sind relativ wenig Passspielzüge, die ich hier bekomme. Nehmen wir den Bench. So, jetzt laufen die letzten Sekunden dieses Spiels. Den Pass kriegen wir, glaube ich, gerade nochmal in die Luft. Und danach ist das Spiel dann auch vorbei. Und ich werde nochmal gesackt, aber ist egal, wir haben 42. Hallo? Ich bin doch gesackt. Jetzt bin ich gesackt worden.
Das Spiel ist vorbei. 42-0. Bis zum nächsten Mal. Ciao.